Es geht weiter in Rise of the Tomb Raider. Ich vermute, es geht auch schon aufs Finale zu. Und ich habe eine Pause gemacht, gezwungenermaßen. Wegen der ganzen Rennerei und so weiter. So, da gibt es nichts mehr. Was haben wir dabei? Okay. Auf jeden Fall genug. Ja, das ist voll. Ich vermute, es geht aufs Finale zu. Denn ich glaube, allzu viel gibt es nicht mehr. Wir wissen, dass Jacob der Prophet ist. Aber und wir wissen, dass er sich um Jonah kümmert. Aber wir haben die Quelle noch nicht gefunden. Die göttliche Quelle. Ich vermute, das dürfte dann jetzt kommen. Das Orrery. So, da unten blinkt es schon. So, da geht es wieder um die Pfeile, ja, die werden wir hier brauchen. So. Bauen wir uns doch mal einen Weg. Ja, das dürfte schon reichen. Und hepp. Und hepp. Ja, passt. Pilze sind auch noch genug da. Brauchen wir wieder Pfeile. Jo. Oh. Okay. Das hat dann doch nicht gereicht. Also nochmal. Setzen wir den vielleicht ein bisschen weiter rüber. Den vielleicht nicht ganz so hoch. Ja. Nein! Ja, der Sprung zur Seite ist hier nicht so einfach. Dann versuche ich jetzt mal was anderes. Ja. Ja. Zwar. Was? Funktioniert also auch nicht. Okay, dann machen wir das jetzt ganz anders. Ja. Dann verzichten wir einfach. So, dann haben wir auf jeden Fall zweimal Erz. Dürfte, glaube ich, auch nicht schaden. Ehrwürdige Gletscherspalte. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Gitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. So, am Lagerfeuer, das sind so wie so Tagebücher. Das gab es im anderen Teil auch schon. Na, da haben wir doch wieder was. Oh, das sind ja Speere. Das sind ja gar keine Pflanzen. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden?
Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. So, da müssen wir rein. Okay, da liegt auch nichts mehr rum. Dann durch. Ich gucke jetzt hier noch ein bisschen kräftiger rum. Könnte man sagen. Einfach nur für den Fall, dass es hier noch was zu holen gibt. Sieht aus wie der Ausgang später eher. Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Wahnsinn. So. Ich vermute, das sieht so nach Seilpfeil-Action aus. So, dann können wir bestimmt da hoch. Na, kann ich von hier nicht schießen? Okay. Dann muss ich das jetzt von hier schon vorbereiten. So. Das muss ich, glaube ich, nochmal drehen. Weil an der Kugel selber kann ich ja nichts machen. Dann drehen wir das auch gleich. Einmal? Ne, auch zweimal. Gucken, ob das von hier aus schon reicht. Ja, sehr gut. So, das reicht schon. Das passt. Das passt dann auch. Dann kommen wir da hoch, theoretisch. Gucken wir mal. Und hoch. Klingt alles sehr vertrauenswürdig. Und hoch. Und da liegt Geld. Ich gucke jetzt erstmal rum. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Ja, da gibt's nur das. Hier liegt nichts mehr. Ah, okay. Hier können wir dann einfach rüberlaufen. Ah, gibt's hier noch was zu holen? Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Oh, griechisch haben wir fast Stufe 5. Dann geht's weiter. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Ach du Scheiße. Pass auf, wo du hintrittst. Oh, shit.
Oh shit, da war ich jetzt zu voreilig. Okay. So. Oh Gott, Timing. Wohin? Dahin. Na. Ah. Das ist die einzige, wo man drauf kann, ja. Na, das reicht nicht. Uff. Geduld, Lara. Jetzt. Boah. Und hoch. So, kann man da ranspringen? Ja, sehr gut. Ah, nach oben. Gehen wir nach oben, so. Wo müssen wir denn hin? Da. Ha! Ah, da ist wieder eine alte Fähigkeit. Zeug. Ganz viel Zeug. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Okay, klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Okay. Das heißt, wir können jetzt ganz schnell. Oh, Münzen. Wir können jetzt ganz schnell feuern. Erstmal da hoch. Kommen wir da noch weiter hoch? Nein, okay. Okay, sie guckt den Pfeil dann wohl auch an. Das ist gut. Wow. Wow, was ein Sprung. Und hoch. Na also. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Kannst du Trinity sehen? Ja, sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Na? Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay, das heißt, er kann einfach alles verstehen. Ist ja nicht unbedingt schlecht. Jetzt habe ich noch genug. Eieiei. Das sieht mal nach was aus. Oh, ne? Okay, ist nichts unten. So, jetzt werden wahrscheinlich nochmal alle Fähigkeiten abgeprüft, die man so erlernt hat.
Oh. Okay. Das scheinen also diese unsterblichen Krieger zu sein. Oh shit. Oh. 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 Okay. Oh shit. Oh shit. Oh. Gut, dass wir die Kletterschuhe anhaben. Ich glaube zwar nicht, dass das was ausmachen würde, aber... Krass. Das kann sich zumindest in diesem Let's Play keiner über nicht passende Kleidung beschweren. Oh, da ist nochmal ein Eimer. Ein EP-Eimer. Okay, die springen hier schon rum. Das hält doch nie im Leben. Kommt doch gleich wieder irgendwas. Und auf die Lippe. Oh. Ah, muss sowieso da rum. Zumindest ist da noch ein Lagerfeuer. Yay. Halle der Wächter. Okay. Ich glaube, können wir irgendwas upgraden? Ich glaube nicht. Naja, da haben wir schon ziemlich viel gebaut. Meine Waffen glaube ich auch nicht. Okay. Dann geht's direkt weiter. Nochmal EP, ein EP-Eimer. Sieht schon krass gut aus. Obwohl es schon ein bisschen älter ist. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwas geändert haben an der 20 Jahres Edition, abgesehen von dem ganzen Zeug, was man dazu gekriegt hat. Ich habe auch vorhin gesehen im Hauptmenü, es gibt etwas. Es sind so viele. Im Croft Anwesen. Da werde ich auf jeden Fall noch reinschauen, dann als kleine Bonusfolge, denke ich. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt. Hallo. Oh, noch ein Lager. Was zur Hölle? Ich kann schon gar nichts mehr tragen. Kann ich noch was herstellen? Nee, ich kann auch nichts mehr herstellen. Okay. Und auch wieder keine Upgrades oder sonstiges. Dann halte ich da auch nicht an. Oh shit. Oh. Ich habe aus Reflex gerade. Oh Gott. X gedrückt. Nein, du siehst nichts. Oh Scheiße. Wir sind also zumindest schon mal aufgefallen.
Oh, scheiße. Aua. Y. Das bringt nichts. Oh. Oh. Wow. What the fuck? So wird zum Thema unsterblich. Aua. Verpiss dich. Okay. Okay, sie sind also nicht unsterblich. Sie sind einfach nur komische Kreaturen. Ah! Okay, die kann man also auch im Nahkampf gut zerlegen. Oh shit. Okay. Okay. Das war einfach ein Giftpfeil. Hey. Na. Ist jetzt gut hier. Na, nimm's doch. Pilze haben wir auch noch, das ist gut. Okay, die halten auf jeden Fall ein bisschen was aus. Ja, wunderbar. Oh crap. Oh Mann. Also wieder Giftpfeile. Aber es ist cool, dass es auch wieder hier so übernatürliche Gegner gibt. Nur schade, dass man die so einfach umhauen kann. Würdest du bitte... Ah, okay, das ist kein Explosionsfass. Dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, warum es nicht explodiert. Aber es ist rot. Rote Fässer explodieren eigentlich immer. Hä? Da ist mal kurz das Magazin hinterher geflogen. So, interessanten Ort entdeckt. Gibt es irgendwas Optionales? Oh, ich habe ein Dokument übersehen. Okay. Ich achte da jetzt auch nicht so ultra drauf. Es tut mir auch leid. Ich kann jetzt hier mal kurz. Hier liegt irgendwo direkt eins vor mir. Okay, das ist nicht zu übersehen. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis.
Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Okay. So, hier ist noch ein Gegenstand. Und wir kennen jetzt Mongolisch der Stufe 1. Ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Wie ein was? So, dann müsste jetzt hier noch ein Dokument liegen. Da, wo ich sowieso hinlaufen wollte. Ja. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt. Aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Okay. Die Mongolen. So, dann muss ich jetzt da hoch. Okay, da geht's dann wahrscheinlich wieder runter. Dann. Da hoch? Ja. Das weiß angepinselt, also müssen wir da hoch. So, das ist der Runterweg. Rutschen. Und da unten dann springen. Und Seil. Und das war zu erwarten. Au. Au. No. Da sind wohl ein paar Gefrorene drunter. Oh, Pilze. Kann ich jetzt wieder brauchen. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Ui. Aber hallo. Die Kammer der Seele. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Wuhu, Wahnsinn. Lernen wir doch gleich noch ein bisschen Mongolisch. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesh sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Tja, und hier wieder am Basislager. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen,
Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. So, ich nehme auf jeden Fall den Schrotflinten-Experten. Grade noch schnell die Waffen ab. Geht nicht, sondern Pistole. Und da auch wieder nur die halbautomatische. Rein damit. Ich nehme den Mondschatten. So. Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Ich denke, wir sind auf den letzten Metern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.